Die NHL begann ursprünglich mit 6 Mannschaften und dies sind gleich 2 davon. Die Detroit Red Wings und die Toronto Maple Leafs. Hier die Startaufstellungen der beiden Mannschaften. Wenn aus den PC-Player-Redaktionsräumen seltsame Klänge wie lärmende Menschen, Sirenen oder auch dumpfe Geräusche ertönen, dann gönnt sich offensichtlich jemand seine tägliche Dosis NHL Hockey 96. Wen wundert's, denn nicht nur die Akustik klingt nach einem echten Stadion, auch optisch wurde einiges geändert. Die Programmierer von EA Sports haben die gesamte Grafik der Vorgängerversion auf den Kopf gestellt und bieten neben noch edleren Menüs in Super VGA reichlich 3D-Grafik. Neben ausführlichen Infos zu den Spielern der beiden Mannschaften erzählt der deutsche Sprecher auch kleine Anekdoten aus der Geschichte der NHL. Anschließend segelt die Kamera vom Stadiondach aufs Eis, wo sich die Spieler schon aufgewärmt haben. Die sensationelle 3D-Grafik erinnert ständig an eine Fernsehübertragung, obwohl manchmal der Puck aus dem Sichtfeld verschwindet, was die Spielbarkeit leicht beeinträchtigt. Alle Teams der NHL, jeder einzelne Spieler und alle aktuellen Logos sind natürlich wieder mit dabei. Neue Spielzüge wie der Volleypass oder angetäuschte Schüsse bringen noch mehr Realität ins Spiel. Alles in allem hat sich EA Sports selbst übertroffen und das Sportspiel des Jahres abgeliefert. Noch eine Minute zum Spielen in diesem zweiten Drittel.